Hallo, herzlich willkommen zurück bei Meine Kraft PS4 Edition. Mit dem Wag. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Bzz, bzz. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum wir jetzt hier sind, anstatt da vorne irgendwo, wo wir eigentlich letzte Folge aufgehört haben. Der Grund dafür ist, wir haben die Bahn fertig gebaut. Yay! Und sammeln gerade noch alles Notwendige, was hier in den Kisten ist, was mit nach Hause kommt. Sammeln das, schmelzen gerade noch ein bisschen und apropos schmelzen, ich könnte ja mal die Kartoffeln in den Ofen schieben. So. Mhm. Wir sind beide Level 30. Das heißt, wir werden dann unsere 7 Sachen packen, wieder nach Hause fahren und dann erstmal jeweils einen Bogen verzaubern und hoffen, dass einer dabei ist oder zwei am besten mit was richtig Geilem. Supergeil. Das dauert allerdings noch. So, hier noch ein ich Eisen. Ich habe mal die Bücher und die Goldbrustpanzer habe ich mal mitgenommen aus der Kiste. Ja, gute Idee. Der Goldbrustpanzer kann mit in meine Waffenkammer. Ja, aber der ist schwächer als der Eisenpanzer, das ist richtig. Ja, ist klar, aber es ist halt nur Optik. Ja, ich überlege nämlich schon wegen der Ausrüstung gegen den Enderdrachen später, den werden wir wahrscheinlich ja auch zu zweit kämpfen dann, oder? Kommt drauf an, je nachdem. Aber ich denke mal schon. Kannst du eigentlich einen Bogen dubeln? Ich glaube, das geht also, sogar. Du jetzt einen guten hast? Ich glaube, das geht sogar. Ich glaube, wenn man einen Bogen hat, der gut verzaubert ist und stopft den in den Amboss rein, also beziehungsweise beim Amboss und nimmt einen normalen zweiten Bogen. Nee. Wie war das? Nee, das geht nicht. Nee, man braucht dann reparierst du nur deinen. Ja, aber irgendwie konnte man das machen. Ich weiß nur nicht mehr wie. Oder es kann sein, dass konnte man den Verzauber, die Verzauberung, die dann auf dem Bogen ist, vielleicht auf ein Buch übertragen oder kopieren. Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass du einen Bogen in den Zauber beim Zauberbuch beim Zaubertisch hinlegen konntest und du konntest dann das Buch doch dann noch mit auf den Bogen drauflegen, dann hat er auch, glaube ich, den Effekt bekommen. Ja, das stimmt, aber dann ist halt die Frage, was wir machen. Verzaubern wir Bücher oder verzaubern wir Bögen? Weil wenn du ein Buch verzauberst, kann ja jeder Zauber bei rauskommen, also auch für Rüstungen und so. Ja, nee, ich meinte damit, wenn wir ein leeres Buch nehmen und haben zum Beispiel den Bogen, unseren Traumbogen, den tun wir dann auf den Zaubertisch drauf. Wenn wir ein leeres Buch da drauf setzen müssen, müsste eigentlich der umgekehrte Effekt passieren, nämlich dass der Bogen dem Buch denselben Effekt gibt und damit könnte ich dann mir einen normalen Bogen dann das Zauberbuch nehmen. Vielleicht funktioniert das ja. Du weißt, wie ich es meine. Ich weiß, wie du es meinst, ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Aber ich habe einen Verzauberungstisch zu Hause, ich habe Unmengen an Bücher und ich habe auch einen verzauberten Bogen, also kann man es ja leicht testen. So, eine Leseratte also. Nö, ich habe nur die Bibliothek geplündert vom Endportal. Wer nicht? Ja, es ist aber echt, seit dem Update damals ist es echt zum Kotzen, Bücherregale herzustellen, beziehungsweise Bücher. Früher hast du nur 3 Papier gebraucht für ein Buch. Jetzt auf einmal brauchst du, 6 Papier für ein Buch hast du gebraucht. Und jetzt auf einmal brauchst du 3 Papier und 3 Leder für ein verkacktes Buch. Ja, das mit dem Leder nervt halt echt. Ich musste mir erstmal eine riesen Kuhfarm dahin bauen. Ja, ich weiß. Dass sie sich, dass die Kinder von denen dann groß werden. Das war, also, nochmal alle Zuschauer hier. Bei diesem Spiel sterben keine echten Tiere. Ja, die sterben nicht. Aber ich, ich habe schon meinen Zorn ab und zu an manchen Tierchen ausgelassen. So, noch eine Kartoffel und dann nehme ich sie mit und dann können wir los. Die Kohle lassen wir aber hier, oder? Ja, die Kohle lassen wir hier. Die restliche Kohle habe ich im Inventar. So. Also kohletechnisch ist diese Karte echt zugeschissen. Na komm, jetzt wollen wir nämlich wieder mit ollen Kamellen anfangen. Und jetzt sind hier schon wieder neue nachgewachsen. So. Ich setz mich hinten rein. Ah, warte. Okay. Warte mal, gut, ich fahre ein Stückchen voraus, dann hakelt's nicht so, okay? Okay. Und los geht's! Los! Das denn vergessen. Nein! Schwarzfahrer, hast ein Ticket vergessen zu lösen oder was? Achtung, jetzt geht's gleich bergab.
Da ist die Lavagrube. Ey, da steht doch das geparkte das geparkte Minecart. Minecart, ja. Und es geht abwärts. Dieser Lag war jetzt echt unangenehm. Der Lag war jetzt echt unangenehm. Ich habe jetzt gedacht, wir fallen durch Boden oder so. Ich auch. Ja, so sieht das Ganze aus. Ist nicht gerade hübsch geworden, aber naja. Das ist schon hübsch. It's So, not a das. bug, it's a feature. Ja, it's not a bag. Ist da noch was in den Öfen drin? Nein. Gut, dann können wir ja nach Nope. oben. Wie wär's mit einer Leiter zum Himmel? Nee, haben wir Was passiert, wenn ich jetzt so eine Kartoffel runterschmeiße? Sieht das da aus, als würde ich kacken? ja. Ah, das klappt mit den alten Kamellen. Ja. Wo warst du? Als sorry. Black Devil lag ein Ei im Tunnel. Ei im Tunnel. Schnell! You shall not pass! So, warte mal, ich bunkere Sieht jetzt eigentlich aus erst. wie eine Toilette, die man sich hier runterspült. Schön für, dass du so denkst. Finde ich schon ein bisschen eklig. So. War das nicht bei Harry Potter so, wo die ins Ministerium durchkamen, indem sie sich die Toilette runtergespült haben? Ist das nicht ein bisschen eichelig? Das sind Engländer. Ah, schon wieder mein Haar. Sorry. Irgendwie erwischt es immer die Engländer. Also. Ich sehe schon, weißt du, wenn du mal in den, also im Vereinigten Königreich auf YouTube gehst, heißt dieses Land, dieses Video ist in deinem Land gesperrt. Wegen Propaganda. Ja. Wegen Propaganda-Style. Antipropaganda, wenn schon. So, Ja, okay, die Queen soll sich nicht ins Hemd machen. eben. Warte mal, Gelenkte wo Demokratie. kommen denn jetzt noch die Schienen hin? Ach du Scheiße. Ich glaube, ich brauche bald mal. Stufen, Pflastersteine, Erde, Kiesand, Ja, das passt schon. Pflanzen, Die kommen hier hinten rein, aber ich glaube, Eisen. ich. Ne, ich will gerade gucken, was ich hier noch reindenke. Ey, ich habe einen Bogen. Redstone Repeater. So, da haben wir ein leeres Buch. Das nehme ich jetzt mal mit. Nur zum Testen. Gut, da haben wir noch einen Ofen. Da muss ich mir auch überlegen, wo wir den Hast du Superofen. noch Fäden? Fäden habe ich auch. Falls Was? wir nochmal einen Bogen bauen müssen. Ja, Fäden habe ich auch noch genug. Keine Panik. Okay, wo So. bist du jetzt hin? Ich bin nach oben. Achso. Ich tue erstmal das Essen in die Kiste. Ach, da oben. So, das Essen ist in der Kiste. Alles klar. Also, ich habe Hey, noch hier haben wir elf. damals gestartet. Ich habe noch 11 Brote. So. Die Kohle tue ich jetzt einmal hier mit rein zu der anderen Kohle. Dann ist das auch mal weg. Und das Redstone auch. So. Oh, das Lapis Lazuli. Wo kommt denn das jetzt hin? Scheißegal. Hier muss ich mal kurz was testen. Jawohl, das würde gehen. Es würde gehen. Warte mal. Meinst du den Eins. Superofen? Ja, warte, ich rechne gerade mal. Eins, zwei, drei, vier. Es reicht ganz genau. Die Deckenhöhe Da kommt passt. bestimmt ein Trichter hin, oder? Da kommen mehrere Trichter hin. So, wir gehen Ich erstmal nach hatte mir schon oben. fast gedacht. So, Lazen. hier ist jetzt der Bogen mit Stärke und Schlag. Den lege ich jetzt da rein. Ich leg Oder. mal die Bücher rein. Effizienz 2 und Dornen haben wir, ne? Dorn 1. Ja. Wo kann ich denn da jetzt das Buch hinklatschen? Es geht nicht. Warte, du nimmst erst den Bogen, Ja. legst du den ins Fach und Ja. dann legst du das Buch drauf. Ja, und jetzt habe ich den Bogen in der Hand und das Buch liegt im Echt? Fach. Echt? Ja, es geht nicht. Ah, ich glaube, ich weiß. Warte mal, wir müssen Aber wir mal. können doch eigentlich leere Bücher verzaubern. Das ist, glaube ich, billiger als immer einen Bogen herzustellen. Du darfst nicht vergessen, wenn du ein leeres Buch verzauberst, könnte jeder Zauber bei rauskommen. Und es gibt zig Zauber, die jetzt nur. Achso, so meinst du das ja. Ja. Aber warte mal, ich habe hier ein leeres Buch plus einen Bogen, das geht nicht. Also das kann man nicht machen. Aber wenn ich jetzt. Hast du noch einen leeren Bogen dabei, Digga? Ja, das ist aber Gib mir mein den mal. letzter. Gib mir den einfach mal. Keine Sorge, ich verzauber den jetzt nicht. Ich will jetzt einfach nur gucken, was passiert. Gar nichts. Einen leeren Bogen plus den normalen Bogen ergibt. Ja, denselben Bogen nochmal. Super. Ja, du reparierst den damit. Ja. Es hätte ja sein können, weißt du? Man muss ja mal ausprobieren. Es funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen die Bögen einfach verzaubern und hoffen, dass einer bei rauskommt. Ich meine, wir brauchen sowieso noch
Diamanten und alles, wenn wir dann in die Mine gehen, weil ohne Dia-Schwert gehe ich sowieso nicht zum Enderdrachen. Also hier kriegst du seinen Bogen wieder. Und die Goldrüstung kannst du übrigens unten mal in die Waffenkammer reinstopfen, ne? Da Ja. müsste so eine, müsste eine Kiste sein, Oh, hier ist ja normal. offen. Ja, aber ich habe vergessen zuzumachen, glaube ich. Warte mal, hier müsste eigentlich noch eine Kiste sein. Hier ist der Bogen weg, richtig? Hier hängen ja lauter Bögen. Ja, schon, das ist ja auch eine Waffenkammer, oder? Ja, sind die verzaubert oder sind die leer? Die sind leer. Aber die hänge So, ich auch was nicht soll ich ab. hier die Kiste werfen bei den ganzen Tränken? Da kannst Die du mal die Goldrüstung oder Rüstung was? oben rechts in die Ecke einfach reinschmeißen. Ja, ein bisschen Okay. schöner vielleicht so. Ja, wollte ich gerade machen. Ja, ist ja gut. So. Hast du überhaupt noch was zu essen? 20 Kartoffeln, ja. Okay, dann schmeiße ich nochmal zwei da vorne hin, die kannst du haben. Die sind schon gebraten. Gut, dann mache ich mir jetzt nochmal schnell einen Bogen. Und dann Ich auch. heißt es auf gut Glück. Du hast doch Obwohl, einen ich lasse dich einstecken, erstmal machen. oder? Ach so, ich dachte, du verzauberst jetzt den Ja, klar Bogen verzauber erstmal. ich einen, aber ich muss doch erstmal einen herstellen. Ach so, du hast keinen. Eins, zwei, Okay. drei. Hättest du ja unten aus der Waffenkammer nehmen können. Nein, ich will die nicht von der Wand runternehmen. So. Außerdem so ein Bogen ist schnell gemacht. So. Versuch mal schnell mein Glück. Versuche ich jetzt auch. Entschuldigung für den Guck Rülpser. mal erstmal, was bei mir rauskommt. Oh shit, ich müsste mal. 30er Zauber, ne? 30er. Ja, ich muss gerade mal kurz auf den Timer gucken, wie viel Ich wir. habe einen Stärke 4, Feuer 1 und Unendlichkeit 1 Bogen Sehr schön, das bekommen. hast du richtig, richtig Glück gehabt jetzt. Stärke 4 vor allem. So, dann probier. Stärke 4, ja. Stärke 4, Feuer 1 und Unendlichkeit 1. Ja, scheiße, ey. Ich habe schon wieder nur einen Stärke 3 Bogen bekommen. Hast du noch einen leeren Bogen? Einen zweiten, damit ich meinen reparieren kann? Und Mann hat nur noch 3/4 Leben. Die Reparaturkosten sind frei immens, gell? Stimmt, das kostet ja auch Level. Das kostet alles Dann Level. tue ich den am besten unten in deine Waffenkammer rein, weil den will ich so nicht einfach benutzen. Weil das ist schon ein echt guter Bogen. Ja, das ist klar. Fuck, ey. Na gut, einen haben wir ja zumindest schon mal. Und jetzt können wir es ja weiterhin probieren. Ich häng dir den neben deine Diamantrüstung, ne? Nein. Oder soll ich ihn in die Truhe? Okay. Das ist ja deine. Der kommt zwar dann später dahin, aber naja, im Okay. Moment. Ich habe neben die Gold-Goldbrustplatte getan, ne? Genau. Ne, weil im Moment ist er ja noch nicht fertig. Weißt du, wenn das hier nämlich, wenn das hier nehme ich dann kurz bevor ich zum Enderdrachen gehe, nehme ich das runter, das nehme ich mit. Und wenn wir das dann geschafft haben, hänge ich es wieder hin. Dann kommen Glasblöcke vorne dran und dann ist es meine Rüstung, die mit der ich damals den Enderdrachen besiegt habe. Das mache ich so ziemlich in jeder Welt, die ich habe. Einfach nur, weil ich es kann. Prolo. Oh, Prollo. So. Übrigens habe ich mir jetzt wieder was Neues beigebracht. Und zwar habe ich mir jetzt mal ganz genau angeguckt, die Funktion eines Redstone-Komparators. Damit kann man echt witzige Sachen machen. Zum Beispiel kann man damit den Füllstand einer Kiste anzeigen lassen, so richtig wie auf einer Lichtskala, weißt du? So Kiste voll, gehen dann mehr Lichter an und so weiter. Das ist richtig cool gemacht. Apropos Kisten, ich brauche jetzt noch ein paar Kisten, weil ich möchte jetzt die Trichter machen. Wir brauchen 1, 2, Brauchst du Holz? 3, 4. Holz habe ich. Ich glaube, wir brauchen Ich 3, habe nämlich noch 4, dann 16 5, Bretter. 6. Ich glaube, zwei Kisten kannst du noch machen. Zwei Kisten brauche ich noch. Mache ich mal schnell. Gut, dann mache ich schnell, mache ich schon mal die Trichter. Wir brauchen insgesamt Zwei große 1, Truhen oder 2. zwei einzelne kleine Truhen? Du kannst nur zwei. Achso, ja, zwei kleine Truhen. Ja, habe Okay, ich. machen wir so Hat zwei genau gereicht. Trichter. Und noch zwei Trichter. Ich glaube, man braucht vier Trichter. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren vier. Oder waren es mehr? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren mehr. Ich werde es merken, sagen wir mal so. Wenn nicht, mache ich mal sechs Stück und dann gucken wir mal. Gut, dann war es das erstmal für diese Folge. Und nächste Folge bauen wir dann mal den Superöfen. Superöfen. Der Superöfen. Und ja,
danke fürs Zusehen und wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Tschüss.